Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lektion. Heute sprechen wir vom Akkusativ von Nomen, Deklination im Deutschen. Akkusativ verwenden wir in der deutschen Sprache nach bestimmten Verben und Präpositionen. Die Kontrollfrage nach dem Akkusativ lautet wenn für Personen oder was für Dinge, Situationen oder Ereignisse. In Sätzen mit mehreren Objekten ist das Akkusativobjekt oder direktes Objekt normalerweise etwas, das getan wird. Im Folgenden ein Beispiel dazu. Der Junge hat eine Freundin. Er spielt sehr gut Gitarre und hat ein Liebeslied für die Freundin komponiert. Er singt der Freundin das Lied vor. Den Akkusativ verwenden wir im Deutschen in folgenden Fällen. 1. Nach bestimmten Verben, wie zum Beispiel haben, singen, spielen, komponieren. Und wir haben ein paar Beispiele dazu. Die zweite Kategorie sind die Präpositionen wie durch, für, gegen, ohne, um. Und direktes Objekt bei Sätzen mit mehreren Objekten. Die folgende Übersicht zeigt je ein Beispiel für Nomen und Artikel im Akkusativ für männlich oder maskulin, weiblich oder feminin, sächlich oder neutral und den Plural. In dieser Lektion lernst du die Regeln zur Bildung und Verwendung von deutschen Nomen im Akkusativ und kannst dein Wissen in den Übungen testen.